Hey Jaroslav, wieso kein Video zum Pavel, zur Festnahme? Ich habe ein paar Inhalte geteilt, ich habe es auch erwähnt, aber ich finde es einfach lächerlich zu glauben, dass das wirklich eine Verhaftung war oder dass da wirklich jetzt, bitte, und jetzt überlegt, wieder in Mustern. Ihr merkt jetzt, wie groß die Lüge ist. Sprich, ich nenne jetzt ein paar Hoaxes. Dino-Hoax, Evolutions-Hoax, Pharma-Hoax, Geschichte-Hoax, kleine Hoaxes wie Milchlügen-Hoax, Dünge-Hoax, Wald-Hoax. Wir leben in einer, oder wir lebten in einer künstlichen Matrix. Diese künstliche Matrix beginnt vor unseren Augen zusammenzubrechen. Und da gibt es natürlich Widerstand, aber wie scheint, sind da Kräfte am Spiel. Und nicht der Aktivismus. Der Aktivismus ist nicht die Kraft, die da irgendetwas dagegen setzt, sondern der Aktivismus hinkt immer so 2 Jahre verspätet hinterher. Das heißt, es hat 2 Jahre gebraucht, um von kurz muss weg wegzukommen. Wir sind jetzt 2 Jahre bei den bösen Globalisten und bei den Nationalisten. Und es wird wahrscheinlich noch einmal 2 Jahre brauchen, bis man dann einen Blick hinter Globalismus, Geopolitik und so weiter steckt. Die Zugangspforten habe ich euch eh immer wieder gesagt, die verschiedensten Türöffner, brauche ich jetzt nicht runterzählen, aber ihr glaubt es doch nicht wirklich, dass das mit Telegram, das nicht eigentlich gewollt ist. Es ist gewollt, dass wir uns hier austauschen. Und das kann jetzt sein, so wie es immer war in kommunistischen Regimen, dass sie die Leute einmal zusammengebracht haben, um sie dann anzugehen, auszumerzen. Das kann sein, dass das wirklich gute Kräfte dahinter sind, aber jetzt ein bisschen die Daumenschrauben anziehen, weil wir nach wie vor sehr lethargisch sind. Ich sage euch das immer wieder. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es hat sicher nichts damit zu tun, dass man jetzt sozusagen den Pavel da festnimmt und der Putin ist jetzt da, setzt sich da ein und so. Es ist ein Club und in diesem Club spielen viele sehr bewusst mit. Einige nach dem Prinzip Need to Know. Und alles, was hier passiert, wenn ihr euch vorstellt, wie groß die Lüge ist, wie groß, was für Apparate da in Gang gesetzt wurden, der NASA-Hoax, was man da alles faken hat müssen, was man da für Energien auf sich genommen hat, aber man schafft es nicht, Telegram zu sperren. Also wisst ihr, ich bin ja hier auf dem Boot und das ist recht witzig. Viele Menschen wissen also schon über diese Hoaxes Bescheid. Aber manchmal dann am Abend sitzt man da und dann beginnt man zu philosophieren, zum Beispiel über Geopolitik. Und ich schaue mir das dann immer zeitlang an und dann werfe ich ein, du, aber wie ist das jetzt? Aus was für einem Bewusstseinszustand reden wir da jetzt? Reden wir jetzt aus dem der Geopolitik oder über den Evolutions- und Geschichte-Hoax? Und sofort ist klar. Und die Leute kennen mittlerweile schon, jetzt bin ich wieder dem Ego verfallen. Es hat mir gut getan, da ein bisschen klug zu scheißen und ein bisschen Opportunismus zu betreiben. Aber eigentlich, wir reden über heiße Luft. Ja? Und genau dieses Phänomen beobachte ich dann auch in vielen Kanälen. Da wird es dann auf Abe geteilt und man berät sich und ja, und war das jetzt so und spielt er da und ja, die Globalisten gegen uns, dem Volk, wir das Volk, die beginnen aufzuwachen. Also die wirklich wissen, worum es geht, das seid ihr hier und das auch nicht alle, sondern ein paar erahnen es. Einige wissen es schon, die haben auch weiter recherchiert, die haben mir nicht geglaubt, sondern sie haben sich selber informiert. Aber wir sind wahrscheinlich im Prozentbereich, vielleicht sogar im Promillebereich. Wir können noch dem Ganzen wenig entgegensetzen. Auf materieller Ebene, auf spiritueller sehr viel. Aber das wird auch noch dauern, bis die Leute verstehen, dass diese Auseinandersetzung zuerst spirituell gewonnen wird. Und das Materielle wird dann folgen durch Taten. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Sorry für die 3 Videos heute. Für heute höre ich auf und bombardiere euch nicht mehr. Alles Liebe euch!